herzlich willkommen zu «Talk mit». Mein Name ist Andi Wolf und es freut mich sehr, dass wir heute mit dem Ständerat vom Kanton Nidwalden, mit dem FDP-Ständerat, mit dem Hans Wicki, reden. Hans Wicki, Ständerat. Warum das? Politik ist eine Passion. Ich habe vor 15, 16 Jahren entschieden, dass ich mir in einer Passion ein bisschen Gewicht geben, bin in den Gemeinderat gegangen und nachher ergibt sich das eine wie das andere. Irgendwann habe ich 2010 die Möglichkeit bekommen, meine Passion ein bisschen zum Hauptamt zu machen als Regierungsrat. Und jetzt ist die Chance gekommen, in den Ständerat zu gehen, in eine ganz neue Funktion. Ich bin schon immer exekutiv unterwegs, jetzt mal eins legislativ. Spannend. Man sollte so immer wieder mal einen Wechsel machen und seine Passion aber trotzdem ausleben können. Und das darf ich jetzt mit als Ständerat. Es ist eine verrückte Geschichte. Vor 10 Jahren waren Sie noch Gemeindepräsident Sergiswil. Und jetzt im Ständerat, im Stöckli zu Bern. Also, können Sie das greifen? Manchmal? Müssen Sie selber manchmal auch ein bisschen fragen, sagen, wow, wie schnell ist es das gegangen? Manchmal muss es auch schnell gehen. Planen kannst du eben nicht immer alles. Oder? Also gerade bei Wahlen, wenn nichts frei wird, wird nichts frei. So mindestens funktioniert der Kanton Nidwalden. Im Ständerat und im Nationalrat, wenn er kein Rücktritt ist, ist es recht schwer, einen bestehenden abzuwählen. Man muss also ziemlich viel falsch gemacht haben. Oder es muss etwas passiert sein. Als Regierungsrat ist es genau das Gleiche. Wenn kein FDP-Regierungsrat zurücktreten wäre, dann wäre für mich die Tür nicht aufgegangen. Oder? Dann hätte ich vielleicht etwas anderes entschieden, dass ich sage, jetzt mache ich auf der Business-Seite etwas anderes, etwas Neues. Dann wäre aber Politik weg gewesen, natürlich. Also, es ist ein bisschen Glück, das zusammenspielen muss. Und, die Türchen müssen halt aufgehen. Aber die können manchmal sehr schnell aufgehen. Und du musst schnell sagen, will ich oder will ich nicht. Du kommst auch nicht ellenlange Zeit über zum Nachdenken. Und das ist jetzt bei mir schnell gegangen, ja. Aber das ist ja so. Wenn wir die politische Bilderbuchkarriere aber anschauen, eben vom Gemeindepräsident Hergiswil zum Regierungsrat Nidwalden, jetzt zum Ständerat. Würdest du ja oben dran noch ein Mosaiksteinchen fehlen? Ist denn das irgendwo im Hinterkopf, was man sagt, irgendwo, falls sich die Möglichkeit ergibt? Mit dem Damian Müller, dem Ständerat im Kanton Luzern, haben wir auch einen, wo man das Gefühl hat, die FDP könnte auch mal mitnehmen und sie auf der anderen Seite. Oder? Also, ich bin ein Exekutivmensch, ja, das ist natürlich so. Und sag niemals nie, oder? Ja. Aber auch dort muss die Tür aufgehen, im richtigen Moment. Das kannst du nicht steuern. Ich mache jetzt meinen Job und wenn ich meinen Job gut mache, dann werde ich irgendwann dazu gehören. Es gibt aber auch ein Zeitfenster vom Alter her. Also allzu lange dürfte es ja nicht mehr gehen. Ich sage, sind jetzt jung, oder? Ja, aber ich meine, wenn du Bundesrat werden willst, dann musst du nicht mit 60 Wellen Bundesrat werden. Also das finde ich ist dann ein bisschen spät. Ich sage jetzt, bis 55 müsste es irgendwo durchkommen. Und dann kann man sich überlegen, vielleicht sogar 56 noch. Aber das muss man vorher wegnehmen. Also, da würde ich jetzt nicht darauf einschaffen, sondern da mache ich meinen Job. Machen. Und ich möchte immer so gut wie möglich machen, auch für meine Wählerinnen und Wähler, für meinen Kanton. Und wenn ich einen guten Job mache, fallst du auf. Und wenn du fallst, hast du Chancen. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben ein bisschen gemacht. Also einen Job innen, ich bin bei den Pfisterer, einen guten Job machen, ich bin aufgefallen, ich bin Chef geworden. Ich bin in die Politik gegangen, ich habe meinen Job gut gemacht, bin Präsident geworden, bin nachher Regierungsrat geworden. Ich bin wirklich einer, ich will über Leistung hochkommen und nicht über Namen oder über Geschlecht oder wie auch immer. In der Wirtschaft kann man als Chef entscheiden, ja oder nein. In der Politik ist das nicht so einfach. Mal. Schon. Weil das sind Sie so abhängig von anderen Gremien, anderen Stimmen. Nein, in der Politik, ja, selbstverständlich. Aber als Regierungsrat entscheidest du, was auf die Agenda kommt. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Tue ich über Radweg oder über Frösche diskutieren oder tue ich über Rahmenbedingungen der Wirtschaft diskutieren oder über Autobahnen oder über Kantonstrassen? Ich gebe den Takt an von der Agenda. Und selbstverständlich kannst du dort ins Fettnäpfchen hineingehen, oder? Das kann durchaus mal passieren. Aber es liegt dann nachher auch in deinen Fähigkeiten. Wie tust du so ein Thema lancieren? Wie tust du das nachher abstützen? Mit welchen Personen tust du es abstützen? Und das ist natürlich in einer Gemeinde ganz etwas anderes wie im Kanton. Und im Kanton jetzt noch einmal etwas anderes wie im Bund. Aber eigentlich geht es immer ums Gleiche. Wie tust du die Agenda setzen? Und jetzt als Legislativpolitiker wird die Agenda ein bisschen gesetzt. Du kannst zwar
Fragen stellen, ja. Aber du musst immer viele Mehrheiten haben, die dann nachher die gleichen Interesse haben. Und dort oben ist es ein schwieriger. Aber sie können nicht allein entscheiden, das wollte ich sagen. Oder? Sie brauchen ja immer noch eine Mehrheit, damit man irgendwas um etwas ins Okay geben kann. Also jetzt, ich habe natürlich einen guten Job als Regierungsrat. Als Baudirektor, ja. Da habe ich schon relativ viel entschieden. Ja. So sieht das aus, so sieht das Projekt aus. Aber ich musste ja dann meine Idee abstützen und absichern, ja. Bei den Parlamentariern. Und von daher kannst du schon relativ viel selber bestimmen, ja. Aber du musst es verkaufen. Ja. Als Unternehmer kannst du auch nicht alles selber machen. Ich muss es verkaufen bei meinen Mitarbeitern, zuerst einmal eins, wenn ich etwas lancieren will. Beziehungsweise ich muss es beim Verwaltungsrat lancieren, wenn ich ein neues Gebäude bauen will. Ja. Ich mag mich noch erinnern, wir haben anderthalb Jahre gebraucht, bis ich endlich das Go von einem Verwaltungsrat, dass ich mir eine neue Produktionshalle bauen durfte, damit ich die Umsatzziele erreichen konnte, die eigentlich der Verwaltungsrat mir gegeben hat. Oder? Also, ja. Es ist, du bist auch nicht ganz alleine, sondern du hast ein System. Ja. Eben in der Privatwirtschaft hast du Mitarbeiter, hast Verwaltungsräte, hast allenfalls noch Konzernleitung. Und in der Politik hast du Kolleginnen und Kollegen in der Regierung oder im Gemeinderat. Du hast aber natürlich auch Parlamentarier und du hast Bevölkerung. Aber was reizt dich denn am Ständerat oder der Funktion? Ja, das ist jetzt einfach mal eine neue Dimension. Es ist, auf nationaler Ebene sind natürlich Projekte oder Themen ein bisschen komplexer, wenn jetzt mal einer auf einer Gemeinde. Das ist natürlich schon so. Und ich war noch nie legislativmässig unterwegs. Also ich weiss noch nicht ganz genau, ob ich ein guter Legislativpolitiker werden werde. Weil exekutiv habe ich jetzt Erfahrung. Ich weiss genau, wie ich mich bewegen muss, damit es einigermaßen aufgeht. Aber als Legislativpolitiker habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Und die wollte ich eben auch mal machen. Haben Sie aber im Kanton Nidwalden als Baudirektor, der ja nicht zuletzt der Bürgerstock natürlich über allem steht, jetzt dahinter, ich soll sagen, ein einfacheres Leben gehabt, weil man eben gewusst hat, was man vor sich hat. Jetzt in Bundesbern, ja, da kommen halt Regionen eben aus dem Tessin, aus der Westschweiz, weiss ich was, wo völlig andere Interessen auch dahinter stecken. Es ist nicht einfacher. Es ist genau gleich schwer. Jetzt ist es schwierig zu erkennen, was sind wirklich die Probleme hinter dem Projekt oder hinter dem Anliegen. Werde ich instrumentalisiert oder kann ich Unterstützung geben? Oder? Also das ist mal abzuschätzen, was ist wirklich wichtig. Ich wollte ja nicht nur einfach umeinander springen und nichts bewirken. Und im Kanton ist es natürlich so, dass du viel bessere Sachkenntnisse hast und viel bessere Personenkenntnisse. Dass ich genau wüsste, wenn der auf mich zukommt, ja, da habe ich auch gewusst, um was es geht. Und beim anderen habe ich gewusst, da kannst du jetzt zuhören und allenfalls kannst du ihm helfen oder musst ihm sogar auch helfen. Oder? Und das macht es ein bisschen einfacher im Erkennen der wirklichen Probleme, aber das macht es nicht einfacher nachher in der Umsetzung, weil dort bist du wieder sehr nahe bei den Leuten und das ist dann wieder schwierig. Haben Sie denn in der Funktion jetzt im Ständerat, wo Sie seit dem 30. November 15 haben, mehr Freunde? Weil, Sie sind eben gewisse Verwaltungsräte, wie zum Beispiel Schurter und Schindler, Sie sind VRP in Engelberg oder in Bergbahnen. Sind es da mehr auf Sie zukommen, weil Sie natürlich, wie Sie sagen, eben, ja, jetzt national eine gewichtige Funktion haben? Also es sind natürlich schon, du kommst viel mehr Post über und du kommst viel mehr Anfragen über, wir hätten sie gerne, oder? Ja. Aber das ist normales Business, das sind Lobbying-Organisationen, die grundsätzlich ihren Job gut machen. Und da muss man jetzt abschätzen können, wo ich mich hingebe und wo ich mich nicht hingebe. Wo mache ich mich ein bisschen rar? Also das darf ja manchmal auch, das macht es manchmal sogar spannender, wenn du ein bisschen rar bist, als wenn du einfach überall hingehst. Und darum, das kann man schon sagen, es sind Haufen Anfragen, aber Freunde im Facebook, ja, okay. Ja. Wie selektionieren Sie? Man sieht wirklich Bauch. Man sieht nicht gerade, was gut und schlecht. Nein, das ist Bauch. Also, es gibt sicher Sachen, die interessieren mich von Natur her. Und dann sage ich, das würde ich jetzt gerne machen. Und dann geht es vielleicht nicht immer. Dann sage ich, das nächste Mal hat das den Vorrang. Und der Rest ist Bauch. Also, ja. Ich bin gespannt, was für ein Entscheid kommt, wenn Sie da eine von unseren Karten sind. Also drei oder Zahl, aber jetzt fangen wir mal mit einer an. Hat man Pippi Langstrumpf? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Jugend. Das sind natürlich meine ersten Fernseherfahrungen mit Pippi Langstrumpf, mit dem Ross und mit dem Aff und was weiß ich. Also, ja, das sind prägt, ne? Ja, prägend. Sehr gerne. Da hätten wir dick und doof. Genau das Gleiche. Lustig. Also, das sind natürlich wirklich Szenen in der Privaten, also in der Familie, bei uns in der Familie, vor dem Schwarz-Weiß-Fernsehen notabene noch, oder? Ja. Stundenlang geschaut und haben wir eben auch schauen. Das war witzig.
Ja. Okay, jetzt die goldene Mitte, was auch immer. Die goldene Mitte, okay. Aha. Das geht. Oh, aha. Wenn man den Hans Wicki so kennt, dann kann man sagen, er ist ein bisschen der George Clooney von der Politik aus der Zentralschweiz. Und dann haben wir da. Ja, er hat schon ein bisschen etwas, oder? Man sagt es. Man sagt es. Also, er hat jetzt. Also ich fahre jetzt auch mich ein bisschen auf den Grauen, oder? Aber nicht so schön wie er, aber vermutlich hat er der beste Stylist. Aber sonst vom Typ her. Ich finde ihn gut. Ich habe ihn natürlich im Fernsehen kennengelernt. Die Sendung hat Emergency Room geheißen, wo seine erste Rolle war. Die war natürlich fantastisch. Dort habe ich ihn eigentlich geliebt, kennengelernt. Und nachher verfolgst du halt da und dort. Er ist ja eigentlich nur ein cooler Typ. Ja. Definitiv. Also von dem her passt ja auch ein bisschen zu ihnen. Acht Monate lang mussten sie extrem fokussiert arbeiten, weil sie Regierungsrat und Ständerat waren. Jetzt haben sie das abgeben. Regierungsrat, Leben ist abgeschlossen. Haben Sie jetzt mehr Luft? Viel mehr. Schon. Ja, also, wie zeigt sich das? Das andere als Landamme und Ständerat ist es fast ein bisschen grenzwertig geworden. Ich war eigentlich durchtaktet, 7 Tage. Es war kein Tag frei mehr. Und, es war auch so, wenn du. Ich gehöre eben zu dieser Kategorie, dass ich, wenn ich etwas mache, mache ich es recht. Und sonst mache ich es gescheiter nicht. Und das ist halt in dem Fall eine starke Herausforderung an meinen Anspruch. Also, dann musst du den Haufen lesen, als Ständerat in die Kommissionen reingehst. Und da muss ich sagen, bin ich zu wenig Schlaf gekommen. Ein bisschen sehr viel unterwegs gewesen. Und das zehrt an den Kräften. Gesundheit, ja. Gesundheit ist das eine, ja. Aber es zehrt an den Kräften. Oder? Und die Kräfte, hast du gemerkt, im Mai habe ich gedacht, ah, hoffentlich ist es bald langsam fertig. Oder? Und von daher gesehen bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist und dass ich mich jetzt dem widmen kann, wo jetzt mein Job ist. Und das macht mehr Spass jetzt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in Bern arbeitet? Weil wir haben ja nur, Anführungszeichen, 4 Sessionen, mal 3 Wochen. Und dann sonst sind Sie daheim und helfen der Frau Staubsaugern und einkaufen. Und, ja, ist klar, nein, wird es nicht sein. Nein. Aber also, wie sieht also, man das? Also, das ist ein grosser Respekt auch von meiner Frau jetzt. Oder? Das ist seit dem ersten Mal, wo wir zusammen sind und auch Familie sind, dass ich eigentlich wirklich ab und zu daheim bin. Oder? Sonst bin ich am Morgen um 7, 8 gegangen und bis am Abend um 10, 11 heimgekommen. Und das hat natürlich schon das Leben von meiner Frau, aber auch von meinen Kindern geprägt. Oder? Und es hat eine kleine Sequenzänderung gegeben, als ich als Regierungsrat wurde, und wo ich häufiger mal eins daheim war, bei einem Mittag zum Beispiel, oder so irgendwo durch, wo die Kinder schon gefragt haben, hast du eigentlich Ferien? Oder? Und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Jetzt haben die Kinder gesagt, hey, du bist ja nur noch rum. Ja, man muss sich jetzt neu finden in der Familie. Wie ist meine Rolle da drinnen eigentlich? Die Kinder sind ja mittlerweile grösser. Sie sind im Pubertätsalter, ja, oder? Mit 19, 17 oder ja? 18 und jetzt bald 17, ja. Oder? Da muss ja nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss nehmen. Aber die Frau sagt, was mache ich jetzt, oder? Bis jetzt, wenn du heimgekommen bist, habe ich mich immer um dich gekümmert. Also, dann haben sie mir angehöckelt, dann haben wir daran geredet. Das kann ich jetzt nicht den ganzen Tag machen. Ich muss ja noch etwas arbeiten. Oder? Und das Gleiche geht natürlich an mir. Wenn ich heimgekommen bin, habe ich natürlich nicht müssen noch im Haushalt etwas machen. Und jetzt kann es natürlich da und dort wird es auch geschätzt, wenn ich etwas mache. Mache ich auch gerne. Oder? Ja. Aber ich habe meinen Job. Und es sind de facto 100 Tage, wo du jemanden in Bern bist. Also es sind 4 Kommissionen, wo ich bin. An je 3 Kommissionstage zwischen den Sessionen. Mal 4 sind 12, oder? Mhm. Und die 4 Kommissionen plus die 3 Sessionen, oder 4 Sessionen, Entschuldigung, plus eine Sondersession, die es noch immer gibt, sind das etwa 100 Tage. Jetzt sagst du 100 Tage und Vorbereitungszeit braucht es auch noch. Es sind etwa 50 Tage, sage ich jetzt mal einmal. Also es sind ordentliche Berge, die du lesen darfst, die du durchwälzen darfst. Und dann bist du bei 150 Tagen und vielleicht sind es 170 Tage, oder? Ja. Wo du dann alles zusammen beschäftigt bist und du musst ein bisschen telefonieren, ein bisschen lobbyieren. Auch noch, wenn du etwas erreichen willst, musst du auch Freunde finden, die sagen, ich finde das gut, ich helfe dir dabei. Ja. Oder? Und von daher gesehen, sage ich, das ist eine gute Belastung. Und das ist ja bereits im Regierungsrat, habe ich das schon so wollen haben, dass ich ein Bein immer noch in der Wirtschaft drin habe. Und das ist jetzt mit diesen Verwaltungsrätenmandat ist das eigentlich eine wunderbare Ergänzung, damit ich das Ohr der Wirtschaft nicht ganz verliere und ein bisschen abheben tue, sondern dass du immer wieder mit den Problemen der Wirtschaft konfrontiert wirst und die auch nachher in die Politik überbringen. Als Präsident der Industrie- und Handelskammer der Zentralschweiz mit Sie, oder dürfen Sie 6 Kantone oder 5 sind ja dabei, Zug ist nicht dabei, wahrnehmen. Auf der anderen Seite sind Sie Ständerat Nidwalden. Wie bringen Sie das unter einen politischen Hut? Das Leben ist ein Rollenspiel grundsätzlich. Also,
Einmal bin ich Familienvater, das andere Mal bin ich der Chef von einer Unternehmung. Und jetzt bin ich Regierungsrat von einem Kanton, obwohl ich Präsident von der Industrie- und Handelskammer war, die über 5 Kantone hineingeht. Und jetzt bin ich Ständerat. Also, man muss seine Rolle im richtigen Moment wissen, einzunehmen und nicht meinen, ich sei immer das oder immer dieses. Weil als Präsident von der Industrie- und Handelskammer wäre es nicht gut rausgekommen, wenn ich im Befehlston geredet hätte oder im Auftragston. Oder? Sondern dort ist es auch eher ein Miteinander etwas machen. In einer Direktion haben die Mitarbeiter erwartet, dass ich einen Auftrag gebe und nicht im Spürschmi-Modell reden mit ihnen tun. In der Regierung musst du aber auch eher abholen, im Kollegialsystem agieren. Und jetzt ist das Gleiche in einem Parlament. Da tust du auch eher im Kollegialsystem agieren, wo du sagst, hättest du nicht auch das Gefühl, könnten wir das zusammen machen. Also es ist ein Rollenspiel und das Leben ist ein Rollenspiel. Ihr Wahlslogan ist der Hans der Kanse, also von dem her, also, wo man das tagtäglich nehmen will. Ich bin ins Mutleid geworden, oder? Der Hans ja. der Kanse. Ich habe ihn aufgenommen. Wer schicke den Wiki? Ist auch noch einer gewesen. Also, ja, also fast ja alles. Also Wortspielereien ohne Ende. Und wir machen noch entweder oder. Ist es dann eben ABBA oder der DJ Bobo? ABBA. Ganz klar. Obwohl der Bobo mit Hergenswil Verbindungen zu haben. ABBA ist natürlich meine Jugend. Also das sind die Poster, die bei mir im Zimmer gehangen sind. Und da bin ich mit der Familie den ABBA-Film schauen. Unsere Kinder sind gestanden auf den Stuhl. Oder? Schauen wir heute daheim jetzt auch. Nein, es ist natürlich ABBA. Ich bin ein prägtes Kind von dieser Zeit. Ja. Sie sind auch, das darf man glaube ich sagen, gerne ein geselliger Mensch. Einer, der gerne unter Leuten ist und dementsprechend auch gerne ab und zu mal eine Party hat. Aber in der Funktion Ständerat muss man sich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Weil wer halt im Fokus steht von der Bevölkerung. Ja, hast du dich schon zurückgenommen als Gemeindepräsident und dann musst du dich noch mehr zurücknehmen als Regierungsrat und tust dich jetzt noch ein bisschen mehr zurücknehmen als Ständerat. Schwierig. Aber in dem Umkreis, in dem Kreis, wo ich mich bewege, wo Freunde sind, Familie sind, und dort kann man sich eigentlich immer gleich bewegen. Oder? Und da bin ich seit eh und jeder gleich. Und ich gehöre schon zu dieser Kategorie, wo nicht am ersten muss heimgehen muss, aber auch nicht als letzten natürlich. Und am Schluss noch. Fondue Chinoise oder Reis Casimir? Reis Casimir natürlich. Steht in unserem Freundschaftsbuch. Ja. Obwohl Chinoise, glaube Mama Vicky macht die beste Soße vom ganzen Kanton. Ne? Macht eine gute Soße, muss ich sagen. Meine Mutter ist bekannt dafür, dass sie sehr gute Chinoise-Sösli machen tut. Das ist auch der Grund, warum wir sie immer am Familienfest haben. Aber ich kann Reis Casimir gleich lieber. Dann wünsche ich Ihnen natürlich toi 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 und der ganzen Familie. Ich gebe Ihnen gerne einen Schutzengel mit auf den Weg, den man glaub, bestens kann brauchen kann. Da hätten wir noch unser Gästebuch, das ist das Freundschaftsbuch. Und da ist das Gästebuch. Und bin wirklich gespannt, wo durch Ihren Weg noch geht. Weil ich traue Ihnen extrem viel zu. Aber auch meine Meinung entscheiden wird Sie ist ein anderer Blog. Und sicher alles danke Gute toi 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 für Sie Glück. Und unsere Familie. Danke vielmals. Danke vielmals für das Interesse auf Talk mit. Uns kann man liken natürlich auf Facebook oder auch folgen auf YouTube. Ich bin noch bleibt der Andi Wolf und wünsche noch ein gefreutes Leben. Ade, Leon.